Mich nicht, ich bin nicht dran. Hallo Detlef. Detlef? Ich kann dich hören. Immer sag nochmal Radio 4 zu mir und ich kündige dir die Freundschaft auf. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber klar, ich habe schon von Leuten gehört, die ihre Antennen einen halben Meter, Meter höher gesetzt haben, aber auf dem Dach und haben dann tatsächlich ein ganzes Stückchen weniger Störungen gehabt. Ne? Kann ich dir nicht versprechen, also das muss man natürlich ausprobieren, damit man weiß, ob es stimmt. Hallo Udo und grüß Tanja. Nee, darunter musst du gucken, Jürgen. Darunter gibt es einen ganz kleinen Satz, da steht Weitermachen im Webbrowser. Den musst du anklicken, dann musst du nicht die App runterladen. Ja, musst du lesen, dann musst du schon die Brille aufsetzen. Der ist ganz klein, der Satz, und dann steht dann im Webbrowser Weitermachen. Also da muss keine App für runtergeladen werden. So, wie sieht's aus, Udo? Kannst du mich hören? Was heißt denn hier auf einmal schwächer bei dir? Kann ich eigentlich gar nicht. Ich sehe ja Wattmeter. Kann ja nicht schwächer werden, du. Mein lieber Scholli, oder hast Störung? Oder bestimmt Negativziehung, oder? Jo, jo, jo. So, dann grüß mir gleich die Tanja, wenn du das siehst. Was denn mit deiner Meinungsverstärkung da? Ist die da nicht ganz sauber? Ja, weil den Ruhestrom nicht einstellen kann. Heute habe ich den Jungen bei mir, ja, der hat gerade mit mir Karabana gespielt und wir haben heute sein Spiel mal installiert. Er möchte gerne Minecraft zocken und spielen und dann habe ich mal gerade mir das angeguckt, aber bevor er hier bei mir irgendwas spielen darf, muss er sich erstmal mit so einer Demo-Version zufrieden geben, damit ich sehe, ob er da auch mit umgehen kann. Und ja, jetzt hat er gefragt, ob er sich eine Serie von seinem Ninjago reinfahren kann, jawohl, habe ich gesagt, ja, komm, Katze machen, dann kann ich was funken, AI. Ach, der Wortschatz und das alles, das ist ja noch, das geht ja auch nochmal direkt dann woanders hin, ne? Das, was wir, also meine Generation hat ja schon, ich sag mal, das anständige Reden verlernt, ja. Und wenn er jetzt so deine eigenen Kinder oder ich mein eigenes Kind hier dann mitkriege, da wie der dann anfängt, ja, mit welchen Slangs und ich habe gar keine Ahnung, Computersprache würde ich sagen, oder weiß ich nicht,
das ist, der kann kein Wort Englisch, ja, aber der benutzt die Worte und weiß ja nicht, ob er weiß, was er damit sagt, ja. Und das vermischt er halt in seiner ganz normalen Sprache. Da denkst du dir eigentlich nur noch, Alter, Falter, wo geht das noch hin, ne? Wo endet das nachher noch mit dir? Den kannst du gar nicht mehr nachher verstehen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Hey, jetzt stellst du eine Frage, da komme ich in eine Bedrohung. Wie soll ich dir das denn beantworten? Naja, weiß schon, dass er bei der Mama aus dem Bauch gekommen ist. Das weiß er wohl. Leider ist der nicht angewachsen und nicht so sehr interessiert. Der ist gerade auf Toilette gerannt und ich denke mal, dass er danach seine Serie weiterguckt. Der ist schon wieder auf dem Weg. Ja, im Oktober, ne? Genau am 31. Ne? Ziemlich ganz am Ende hast du Halloween. So ist es. Das stimmt, die Zeit ihr dann wirklich da. Gut. So, Detlef, dann lass mal nochmal frei und Platz für andere anrufende Stationen gucken, ob da noch jemand möchte. Ja, da hat gerade einer irgendwie seine Spucke nicht unter sich halten können oder in sich halten können. Wer war denn da? Mein lieber Scholli, du. Also wenn du Raucher bist, würde ich dir jetzt empfehlen, hör auf damit. Der Werner, ja dann grüß dich Werner, Michael hier, Schneemann. Du, ich hab die Frage gar nicht verstanden, weil mein Sohnemann gerade nochmal hier reingekommen ist. Musst du nochmal fragen bitte, ich habe das nicht ganz akustisch verstanden. Nein, du hast im Moment eine ganz einwandfreie Modulation bei mir. Ja, das kann ja durchaus sein, ne? Mit der Zeit, wenn du die ja dann benutzt, also wird die warm und dann pegelt sich das da vielleicht ein. Werner, ich hab Rufzeichen und dein Standort noch nicht notiert. Ich mache ja hier Logbuch heute und ich würde gerne nochmal dein Rufzeichen und dein Standort nochmal haben, ja? Jo, Herzen, das reicht, Herzen. Und sag mal deinen Spitznamen, Rufname? Null 03, jawohl! Nee, alles in Ordnung da. Also du hast eine gute Modulation und machst hier eine Santiago 7 bis knappe 8 sogar.
Ja, die wird ein bisschen unsauber. Wahrscheinlich wirst du HF haben. Ne? Also im Seitenband ist es so, dass auf der Antenne, beziehungsweise nicht auf der Antenne, sondern auf deinem Koaxkabel Ströme wieder zurückfließen in dein Funkgerät rein. Und das Funkgerät mag das halt dann nicht. Ja? Und je nachdem, wie das Mikrofon in der Hand hast und wie das Kabel abgeschirmt ist, wird also ein Störgeräusch mit übertragen. Und das war jetzt tatsächlich doch wieder zu hören. Ne? Also manche Silben sind ein bisschen unsauber, aber im Ganzen war es jetzt okay. Wo hast du denn deine Antenne stehen, Werner? Also die ist draußen oder irgendwie so eine halbe Unterdach? Also okay, ja gut, nee, dann am meisten hast du so Probleme, wenn so Antennen in der Wohnung stehen oder unterm Dach vielleicht nicht so richtig optimal spielen halt. Ne? Ja gut. Aber kann man auf jeden Fall sich mit dir unterhalten, das ist kein Problem. Ja, hi. Ja, das stimmt. Also je länger du jetzt redest, desto undeutlicher wird es da, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du mal. Hast du noch ein anderes Mikrofon für das Funkgerät? Ja. Also die Mikrofone sind meistens die leidtragenden Geräte, die also quasi dann die Hive übertragen. Manchmal ist das Kabel nicht richtig abgeschirmt oder so, ja, und da kann also schon mal schnell auf dem Weg eine Störung auftreten. Ne? Wenn du Lust hast, mach mal das originale Mikrofon dran, dann bist du aber zwar ein Stückchen leiser, aber hier in SSD ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm, vermute ich mal. Und vielleicht ist dann durchgehend sauer. Kannst ja mal machen. Dirk, soll ich die Nummer eintragen? Ich hatte den Dirk schon eingetragen, das war eigentlich ein Spaß hier irgendwann, dass ich ihn nochmal eintrage, weil er ständig weg ist. Nein, alles gut. Was, der Dirk steht schon 12 Mal hier, oder? Ja, Werner, mach mal. Also am Anfang war ganz schlimm und dann auf einmal wurde es wieder besser, ne? Dass es also besser verständlich war. Nee, da ist also wirklich, wie gesagt, nur HF drauf. Das ist, jetzt gerade bricht das wieder zusammen. Am Anfang war es so tippitoppi, ne? Da wusste ich gar nicht, wo wir uns darüber unterhalten haben. Also dass wir uns darüber unterhalten haben, wusste ich gar nicht. Aber jetzt erinnere ich mich da wieder. Ja, schade. Also das Originalmag ist, glaube ich, noch schlimmer. Dann lieber wieder das VV da dran machen. Ja, das geht sich um den kleinen Quarz, der da drin ist. Ne? Der ist entscheidend letztendlich, ob das Gerät kalt ist oder nicht. Und dann hat man meistens bei den kleinen Funkgeräten, klein in Anführungszeichen, ja? Also bei den SSD-Geräten, dann gibt es halt SSD-Geräte, die sind empfindlich. Ne? Und wenn die kalt sind, dann sind die halt nicht auf der Frequenz. Das ist der
die Ursache oder der Grund, warum man sagt, das Gerät ist vielleicht noch kalt. Letztendlich macht das aber nicht die Störung aus, die du mit dir bringst. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das, was du da hast, sind Mantelwellenstörungen, die du auf deinem Antennenkabel hast, und die schlagen ins Gerät zurück. Ja, und das ist halt der Grund, warum das halt so undeutlich dann wird. Da müsste man eigentlich eine Mantelwellensperre sich besorgen und die zwischen der Antenne und dem Koaxkabel, und dann kommt die Antenne. Oder erst die Antenne, dann Mantelwellensperre und dann kommt die das Koaxkabel zum Funkgerät. Jo, jo, mein Gott, mein Lautsprecher brummt und wackelt hier. Ja, Werner, Abschluss dann, weil da wollen noch andere weitermachen. Du kannst dich ja mal auf 36 in FM reinmelden, da, ne? Die Störungen, die du hast, die sind, weil du SSB funkst, die sind in FM, sind die nicht, ja. Und die kommen halt nur deswegen, weil du SSB funkst. Aber wir machen mal hier im Nahbereich, ach, im Nahbereich weiter, wieder in der Runde hier weiter. Es sind noch viele andere anrufende Stationen und das passt jetzt eigentlich nicht, um hier in der NRW-Runde darüber zu schnacken. Werner, ich würde mal sagen, vielleicht melde ich dich morgen mal im Laufe des Tages, morgen 36, dann können wir das da nochmal beschnacken. Gut, gut, so, Olaf, bitte, Mikrofon zu dir. Jetzt ist er weg, Olaf? Ja, ich war gerade auch ein bisschen irritiert, weil irgendwie mit dem Mikrofon zuteilen, das hat irgendwie nicht geklappt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe dann wohl auch zu schnell gedrückt, deswegen war Werner wohl noch dazwischen. Ja, Sebastian war gerade schon hier, klar, aber bitte, Sebastian, mach mal, grüß mal und dann gucken wir mal weiter. Sebastian, bitte. Ja, ich habe mit der großen Olaf, den Namen aufgegeben. Auch an alle anderen zerstörten Gebäude, die hier noch auf der Frequenz sind. Die Stummeln nochmal schon den Namen zur Station mit auf der 100 Ecke. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass sich keiner da hört aus Gladbeck. Ne? Also im Grunde genommen, ich bin nicht gerade aktuell auf dem Stand, wer noch hier ist. Auf meiner Liste ist, wie gesagt, der Jürgen, der ist mit Sicherheit noch da. Der Udo war aus Essen und da hat sich aber auch im Hintergrund gemeldet. Dann habe ich den Mike hier stehen und der hat sich auch wieder im Hintergrund gemeldet. Und Michael aus Witten ist wieder im Hintergrund. Ob der Romy Oskar noch hier ist, weiß ich nicht. Das ist immer so, wenn die sich nicht beteiligen, dann kann ich da halt auch nicht vermitteln. Ne? Ist halt so das Problem. Ne? Genau, das geht dann halt von meiner Seite aus nicht. So, jetzt muss ich mal irgendwie einen Knopf drücken. So, jetzt ist alles wieder richtig. Ja,
Gut, Olaf, wie sieht's aus? Von deiner Seite brauchen wir nichts sagen, das ist 5 und 10 plus. Und wie sieht's von meiner Seite aus? Jawohl. Ja, man, ne, wie sagt ja nicht umsonst, never touch the running system, wenn ich meine, Dirk, du brauchst dich nicht entschuldigen, ja, bei dir ist alles erlaubt, du darfst machen, was du willst, das ist ja schon groß. Und, ne, Sympathieträger, also von daher, alles gut. Also, das meintest du. Ja, nee, genau, aber du hast schon richtig aufgepasst, Hans, genau. Jetzt war der Jürgen schneller. Jürgen, bitte nochmal. Tja, die Breko, bitte. Immer so viele Informationen auf einmal. Was hab ich gehört? Herne war das, ne? Herne. So, Rufzeichen habe ich schon wieder vergessen, Achim. Den musst du mir nochmal durchgeben. Schneemann hier, Michael. Standort Gebelsberg. Die Höhe Vollmerstein. Ich weiß schon, warum ich da sonst immer das große DIN A4 Buch nehme. Das alles hier reinschreiben, hier Achim, Poltergeist, Herne und dann noch Signalstärke, der muss schon nochmal sprechen. Das kriege ich hier in diesem kleinen Mini-Notizheftchen gar nicht rein, so richtig. Genau, so. Gib mir nochmal ein Signal, dann sage ich dir auch, was hier bei mir für ich spreche nochmal rein. Dann kann ich nochmal gucken, was für ein Signal du hier hast, so. Ja, du hast auch eine ganz deutliche, sehr kräftige, gute Modulation. 5 und 6 hast du auch hier bei mir. Ja, Moment. Ja, normal müsste man die da wieder rausnehmen. Ich glaube, das ist also nicht Sinn des ganzen Geräten, dass die Leute da im Grunde genommen jetzt da reingehen und Sinn ist also, dass man sich sehen kann und sich kennenlernen, ne, und nicht sich begucken lässt oder so. Aber okay, wie gesagt, da bin ich nicht der Chef von der ganzen Sache. nrwrunde.de, wer also mit der Webcam unterwegs ist, kann da parallel zur NRW-Runde auch die einzelnen Funkkollegen mal sehen, wie sie in ihrem Check arbeiten. Da hat jemand gerufen, jawohl, Gebelsberg hört, wer war denn da? Ja, auch Viersnetze hier zu hören. Also das Niederrhein geht hier eigentlich von meiner Seite aus, ist ja glaube ich Niederrhein, ne? Geht also ganz einwandfrei. Da machst du so ein gutes Signal mit 3 hier bei mir klar und deutlich. Einwandfrei, ja.
Ja, München-Gladbach, München und dann Gladbach. Das reicht. Mach mal bitte nochmal vorne an, den habe ich nämlich gerade nicht mitgekriegt. Und Rufzeichen, wenn du noch hast, für Gladbach. Kann das sein, dass wir vor letzten Samstag auch nochmal hatten und da auch drüber gesprochen? Habe ich keinen? Ich kann mich irgendwie an diesen Satz neu erinnern. Nee, kein Ding, Frank. Alles gut. Ist ja nicht zwingend nötig. Nötig. Ja, ich trage das einfach so ein. Wer kann denn den Frank von München Gladbach hören? Das war so klar, immer die. Nicht schon wieder der Dirk. Kann noch jemand anders da hören? Ja. Ist, Olaf, bitte. Ja, bist ja durchgekommen, also so schlimm ist es ja nicht. Ein Pfeifer dazwischen, letztendlich war alles tippitoppi. Und dann warst du dort nicht dran. Aber kommt schon mal gelegentlich vor, dass wir hier welche reinbringen, die auch längere Zeit nicht mehr Funkbetrieb gemacht haben. Und dann heißt es da auf einmal, ich habe gar keinen Rufzeichen. Ist auch gar nicht so schlimm, von daher alles richtig. Gut, 73 Frank und lernen wir uns später nochmal. Boah, wie höre ich mich denn an, wenn ich 100 Hertz daneben liege? Sagt mir da mal einer. Minimausmäßig, fürchterlich. Geil. Ja, ich bin an den scheiß Knopf gekommen hier. Frank, bist du noch da? Ja. Ich hatte ja gefragt, wie ich mich anhöre. Zack, drehen alle ihre VFOs daneben, ey. Danke, danke, Jungs. Ich weiß, alles gut. Hab da spitze gemacht. Frank, bist du noch da in Viersen? Ja, Besuch. Wahrscheinlich auch mit rote Gummistiefel. Ja, eigentlich schon, ne? Man wird ja auch eigentlich erst kriminell, wenn der Zweite in eine andere Richtung 100 Hertz geht. Ja, das stimmt auch. Ja, durchaus möglich, wobei es am Anfang echt gut gespielt hat und dann wirklich mit jedem weiteren Satz immer mehr in die Box gegangen ist. Ja, der hat auch geleiert, das stimmt, das hat man auch gehört. Was sagt der da hinten, Dirk? Was hat er gesagt? Ich sag, was hat er jetzt da hinten gesagt? Ja, und während ich mich unterhalte, hat noch hinten einer gesprochen, aber der war im Rauschen. Jetzt spricht er doch. Immer noch. Jetzt nochmal. Bei denen hast du nicht gehört? Ja, mehr höre ich ja auch nicht, aber ich höre, dass er den Rauschanteil anhebt da und dann, ich kriege schon eine recht kräftige Modulation mit, aber es ist nicht verständlich. Ja. Das ist verständlich, bitte. Stefan, bist du hier? Ja,
Bild eingeschlagen, das Bild hier. Und Martin, wie ist so die abendliche Stimmung? Jetzt die Kommentare im gleichen Moment weg. Der kommt, der ist aufgewacht. Ah, der jetzt gesprochen hat, Dirk. Okay, dann haben wir das jetzt geklärt. Kannst du das nochmal sagen? Warte mal eben. Der Kollege, der den Stefan gerade gerufen hat, bitte, der Stefan ist hier. Er war noch nicht hier, der kommt gleich her. Jojo, Moment mal eben bitte. QX mal bitte. Oh, sind die schnell. QX mal bitte. Also ich höre jetzt kein QX mal bitte. Naja, also ich hab da wohl, ich höre wohl jetzt den einen oder anderen Conny sogar reden hören, aber das ist nicht, reicht nicht. Achso, ich war gerade am Sicherung. Ich habe gerade Sicherung neu reinmachen müssen. Ich habe hier gerade rumgefummelt und dann war auf einmal die Sicherung weg, habe ich gerade nicht gehört. Ja, ich habe jemanden mich rufen hören und dann die QX bitte. Ja. Ich höre im Moment gar nicht, weil hier kurz und quer gerade geht. Ich bin noch mal eben kurz im Grunde. Ich muss mal eben gucken, was ich hier gerade für einen Scheiß gemacht habe.
und die Sicherung rausgehauen hat. Ich habe am letzten Mal irgendwie rumgefummelt. Normal dürfte da nicht die Sicherung mehr fliegen. Ich habe aber irgendwie, glaube ich, ein Kabel gerade getroffen. Moment mal. Gewesen, eine Kernsanierung oder was, haben sie komplett ausgebombt, dass das irgendwie so ein riesen Auftrag war? Nee, komplett Umzug von Dorfhohen nach Lünen, von der Mietbutze ins Haus. Siehst du, ich schreibe schon wieder Dortmund rein, oder war ja gar nicht Dortmund. Oder ist Lünen in Dortmund? Nee, ich denke nicht. Nee, wir sind jetzt nur auf der anderen Seite vom Berg, also ich stehe jetzt praktisch hinter Berg nach Dortmund. Warum machst du denn sowas? Jo, mein Gott. Wenn man da schöner wohnt, warum soll man das nicht machen, ne? Ich würde mir sagen lassen, Lüdenscheid soll ganz klasse sein. Ja, da hätte ich doch schweineweit zur Arbeit. Also ich kenne jemanden, dem wäre das egal, der ist extra deswegen da hingezogen. Naja, klar, kann ich mir gut vorstellen. Hier, Fliegenfischer, der ist ja auch extra nach Filbert gezogen, damit er die Flügel rufen hört. Alles Verbrecher, sag ich nur. Geben Sie mir nichts zufrieden. Ja, siehst du. Ja gut, bei mir sind es keine 10, bei mir sind es gerade mal 2 Kilometer, was ich jetzt näher an der Arbeit bin. Aber dafür vom Wohnambiente, ja, um 100% verbessert. Ja, du, wo ich hinkomme, komme ich hin, wo ich nicht hinkomme, ja mein Gott, ich habe doch ein Auto, da kann ich auch hinfahren. Und im Sommer, wenn ich viel Langeweile habe, stelle ich mich oben ans Land, vorbei, da stehe ich dann hoch genug. Ich kann gar nicht, geht gar nicht. Ich wollte gerade in die Kamera nicht einloggen. Ich habe die Haare nicht. Moment mal. Ja, mal, die sind ja sowieso gegangen. Ist so eine Ich
Also ist das die Geburt des Namens Fischgifte liegt bei dir, ja? Ah, genau. Und wie definiert man das Fischgifte? Hallo, ich hätte jetzt gedacht, du hättest mir jetzt gesagt, alle Präsidenten bitte nicht. Ja, alles gut, lassen wir das dabei, ja, die Idee wäre im Hintergrund. Ich bin hier, ja. Das klappt auch mal zwei, aber ist ja auch Sichtkontakt, ne? Jetzt über 9 hier, das Ding mal. So. Alles wunderbar, Holger. Bei mir einmal frei. Da gibt es nichts zu meckern. Jawohl, aber wie gesagt, wir sind nicht so weit weg. Hier, guck mal, so, setz mal den Kopfhörer ab, dann gibt die Kultur wieder für. Nix. Der einzige, der noch schönere Haare hat wie ich, ist der Robert, sonst keiner. Du sollst da nichts installieren. Du sollst da nur auf den Webbrowser unten anklicken, ohne das Programm nicht installieren. Wieso kannst du ja nichts sehen? Verstehe ich nicht. Ich sehe Romeo Oskar, kann ich sehen, aber ich kann dein Bild nicht sehen, weil du keine Kamera angeschlossen hast. Echt, ein Laptop ohne Kamera? Alles gut, da ich ja weiß, wie du aussiehst und ich eigentlich noch so, ja, ich habe dich ja kennengelernt, wie wir in Recklinghausen da waren, bei dem Klomarkt. Da habe ich dich ja nochmal das letzte Mal gesehen und die paar Male, die ich ja dann auf der Hütte gesehen habe, habe ich dich also noch gut in Erinnerung. Also ich kann auf das Bild verzichten, danke.
Ja, das war dickes HI auf jeden Fall, ne? Ich hoffe, das hast du so auch aufgenommen, ne? Da kannst du auch mit dem Handy zugucken, ohne Probleme. Du musst ja auch, glaube ich, da nicht die App runterladen. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich habe es am Handy, glaube ich, nur einmal gemacht, aber das geht. Hallo Holger, also super Signal, habe ich vielleicht ein bisschen stärker zu mir hingeworden. Du hattest ja bis jetzt im Osten von Wuppertal. Ja, 5 und 7 hier, super Signal. QTH ist Rückenmilch, aber etwas oberhalb oberer Marschrang. Ein Grad zeigt mein Thermometer hier drinnen an, aber ich weiß unten das Thermometer, was etwas weiter draußen steht und misst garantiert um die 0, wenn ich etwas unter 0 Grad, also hier friert es leicht. Ja, die QRX bitte. Die QRX bitte. Rufzeichen war Trecker, grüß dich Michael hier. Mal irgendwie aufschreiben, Ratingen. Ja, sei mir gegrüßt, Schneemann hier, Michael. Wie gesagt, Gevelsberg ist der Standort und Wetter an der Ruhr ist das hier also, ne? Ja, Ben, ich höre dich, einmal frei. Ja, okay. Santiago 3 machst du hier bei mir und eine ganz saubere Modulation, nicht so laut, aber kann man schon ganz gut verstehen, ne? Ja, wir können ja weiterfragen, ob dich noch jemand hören kann. Kann jemand den Trecker, den Ben aus Ratingen noch jemand hören? Außer Dirk? Ich habe gesagt, außer Dirk? Dirk, bitte? Ja, ist das schön. Komm, mach auch mal rein zum Bänder. Sonst fühlt er sich nachher verkohlt. Ja? Das will ich jetzt auch nicht. Ja,
Ja, okay, das klappt zwischen euch nicht so gut. Alles klar. Ben, melde dich später nochmal rein. Dann wird es ein bisschen ruhiger und dann klappt es vielleicht noch ein bisschen besser, ja? Jawohl. Ich wollte gerade sagen, Ratingen, so weit bin ich weg. Ja, er sagt, er ist nicht ganz so dicke da, ne? Also, was immer da auch jetzt die Richtung da gemacht hat. Aber das gibt mir, Moment mal, das gibt mir den ganzen Abend so, ne? Das ist phänomenal, ja. Na gut, müssen wir durch. Die HF und ihre seltsamen Wege. Robert, du bist entspannt, ja? Robert hört überhaupt nicht zu. Michael, wie sieht es mit dir aus? Du bist aber entspannt. Nase läuft oder ist dicht? Noch nicht ganz dicht. Robert ist tief und entspannt. Nee, alles in Ordnung. Der Test war ja negativ. Montag muss ich wieder an die Schippe. Ja, das ist schon mal wichtig da. Ja, der. Der Oliver, der war heute hier QFV, der hat sich zurückgemeldet. Der ist wohl wieder wohl auf. Den hat es sehr positiv erwischt, ne? Aber hat sich wohl relativ gut davon jetzt erholt. Ist noch immer noch nicht ganz sauber und nicht ganz frisch wieder, was Gesundheit angeht, aber auf dem besten Weg. Aber den hat es dann wohl auch ganz ordentlich dann getroffen. Ne? Und er sagt wohl selbst noch, ihn hat es dann wohl noch glimpflich erwischt, aber es hat ihn eben halt erwischt. Ne? Ja, ja, ich hatte auch das heute vorhin auch schon mal gehört und war auch ganz froh, dass er nichts Schlimmeres passiert ist, sozusagen. Ansonsten kann man sagen, jetzt ist er ja immun. Ja, ja, eben. Sehe ich also auch so. Genau. Und ich habe mich auch gefreut, dass er sich halt wieder zurückgemeldet hat. Und klang auch bis auf die Stimme halt eigentlich wie der Alte. Und Stimme war noch das, was noch ein bisschen reibeisenmäßig unterwegs war. Mal gucken, vielleicht meldet er sich gleich nochmal rein. Haben wir der Dinge. Robert, auf welcher Frequenz hängst du fest, wenn uns hier an der Webcam schon alle beglückst, aber auf Funk nicht erreichbar bist? Wie sieht's da aus, Robert? Gibst du irgendwie mal Lichtzeichen, Handzeichen oder ähnliches? Nix. Bestimmt. Hältst du denn mit der Lisa ran? Kann wieder nicht. Habt ihr das Spiegel vom Bild verkehrt? Komisch, bei mir auf der Cam sieht das gerade aus. Ich höre.
Ja, das hört sich an, als wenn dein Mic Gain viel zu weit auf wäre, ne? Du grollst quasi, obwohl du gar nicht so ein dickes Signal machst. 5 und 5, wenn du das Mikrofon noch leiser machst, kriegst du 5 plus Sternchen. Also der Fernseher ist auch noch klar zu hören, aber das ist schon, glaube ich, ein Stückchen besser geworden, ja. Wie gesagt, Signal ist 5. Ich weiß jetzt nicht, wo du stehst, aber mit 5 bist du ja hier laut und deutlich. Okay, ist ja nicht so hoch. Okay. Nein, geht aber trotzdem einwandfrei. Sag mir nochmal eben in den Vornamen, dass ich nochmal für den Logbuch hier eintrage. Ah ja, genau, die Software-Radio-Geschichte war das. Ja, habe ich wieder eingetragen und ist auch notiert. Jawohl, mach das. Ja, ich glaube auch, dass das immer noch vom Hub her noch zu viel war. Aber ist ja deutlich gewesen letztendlich, ne? Kann man vielleicht ein bisschen schleifen, aber letztendlich war es ja gut. Haben wir das nicht alle, HI? Ja, bitte. Komm, sag sofort, wo du bist. Ich kick dich. Ich hau dich direkt wieder raus. Wo bist du? Du bist der auf der. Du bist nur. Achso, da ist noch einer, da sind zwei davon. Du Schisshase, also auf der Weise, wie du aussiehst. Wieso? Siehst du jetzt aus wie Robert De Niro oder was? Ja, ich hab die Haare schick, Junge. Sieht gut aus, ne? Ach, kannst du das überhaupt sehen? Ne, Romy Oskar ist gar nicht mehr dabei. Scheiße, wie kommt denn da raus? Von der Frau reingeflüchtete Zöpfe sind das. Da ist er wieder, plöpp. Martin, vor öffentlichen Kameras machst du so eine Sachen und lässt dich mit einer Chipstüte erwischen? Ja, jetzt geht ja nicht mehr, sonst würde ich das sogar glatt machen, ne? Aber wenn er kurz nicht hier wäre, hätte ich gesagt, okay, ich komme auf Flöschchen rum da. Chips habe ich auch noch, die hätte ich auch noch mitgebracht. Da hätten wir eine Chips-Party gemacht für Sauber. Der wäre aber voll. Ich sag mal so, bis der Single Mall leer wäre. Ja, aber das war eine Schande. Also das geht gar nicht. Ja. Ihr seht das alles spiegelverkehrt. Da wollte ich jetzt gerade mal gucken, ob ich das Bild gerade reinkriege. Hat der Robert eigentlich gerade auf meinen Text eine Reaktion gezeigt? Ja, aber jeder hat gesagt, ob du irgendwie ja, da hätte ich mich jetzt mal gefragt, wenn ich Chinesisch geschrieben hätte, wie wäre das gegangen? Was sind das denn? Die Schafen auch noch, Pepperoni, mein lieber Scholli. Nee, da bin ich von weg. Ich habe diese Cheese and Onion ganz gerne. Na, kann man das Spiegelschrift oder hast du das jetzt nur, hast du gelesen, dass da Pepperoni steht oder hast du das gedacht, weil du Spiegel drauf? Ich habe die auch früher gern gegessen, aber ich krieg so mega Sodbrennen davon. Also für die NRW-Runde, die Leute, die Bock auf Webcam und Leute kennenlernen wollen, die also hier mit in der NRW-Runde sind, nrwrunde.de. Dort kann man eben halt über den Webbrowser quasi parallel zur SSB NRW-Runde, ja, sich mit einklinken, einloggen oder wie auch immer. Schön wäre es, wenn ihr natürlich auch die Kamera benutzen würdet und nicht so wie der Dirk oder wie der Romeo Oskar einfach nur Lauschipper mäßig da reinguckt, jawohl, wobei mir das eigentlich egal ist. Ja, so sieht's aus. Ich wollte die ganze Zeit noch was machen wegen meiner Kamera. Ihr sagt, das ist spiegelverkehrt. Ich habe irgendwo einen Button, da kann man das irgendwie ändern. Ich werde das mal eben gucken. Moment mal.